Kickbuster Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge. Was hältst du davon, Coach? Let's go! Wir sind zurück mit Content. Käsepasta, Leute. Was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen. Was hältst du davon, Coach? Ein Format, wo ich Mike Shortform Content zeige. Dieser kommt sehr oft von euch über Instagram. Danke an der Stelle nochmal. Und Mike, du darfst jetzt dir ein Video anschauen. Ja, und uns dann deine Meinung sagen. Ich will nicht zu viel verraten. Bin gespannt. Larry Wheels hospitalized. Okay. Vor 13 Stunden. Mhm. Also Larry Wheels macht ja momentan sehr viel Calisthenics. Okay. Hat es damit zu tun? Oder ist was anderes? Ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Okay. Ich habe damit jetzt, also mit Calisthenics habe ich nicht wirklich was gehört, dass es damit zu tun hat, aber ich gucke. Schau einfach mal, ja. Larry Wheels was hospitalized after years of steroid use, which he started at a young age. As a teen, Larry quickly packed on a huge amount of lean mass. Over the next decade, he continued taking more and more steroids, constantly breaking new personal records. He bench-pressed an incredible 675 pounds and squatted 952 pounds. However, after abusing steroids for such a long time, Larry began experiencing serious health issues. In an effort to improve his health, he stopped abusing steroids and transitioned to testosterone replacement therapy. After starting TRT, Larry lost a significant amount of muscle mass, and his recovery periods became much longer. Despite this, he continued training as if he were still on steroids. The intense workouts built up a lot of fatigue in his body, and eventually, Larry developed rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis, or rhabdo, occurs when you overtrain to the point where your muscles break down, releasing toxins into the bloodstream. It's a serious medical condition that can lead to permanent disability or even death. Alter! Ist das aktuell? Ja, hier steht vor 13 Stunden. Das ist ja vor 13 Stunden ja, tatsächlich gepostet worden. Auf seinem Instagram und auf seinem YouTube-Kanal habe ich allerdings gesucht und nicht wirklich was dazu gefunden. Es kann natürlich sein, dass er, weil er jetzt im Krankenhaus liegt, nicht irgendwas dazu gepostet hat oder so. Aber boah, harte Nummer. Mhm. Ganz, ganz harte Nummer. Ja, erstmal natürlich der Werdegang von Larry Wheels, finde ich. Also muss man natürlich hier, haben sie auch nochmal schön runtergebrochen, das ist natürlich Wahnsinn. Steroide oder nicht? Wir wissen mittlerweile, so eine Kraft, die hast du oder hast du nicht. Mhm. Wenn du dann natürlich anfängst zu ballern ohne Ende, dann kannst du selbstverständlich das Ganze wirklich ad absurdum treiben. Das geht ganz einfach, weil du bist schon stark und du wirst immer, immer stärker. Du bist quasi dafür ausgelegt. Nichtsdestotrotz, ja, ist das Verschleiß im Körper. Der eine verträgt es besser, der andere schlechter. Und er ist sicherlich einer von denen, die es mit am besten vertragen haben. Mhm. Aber logischerweise ist es so, dass auch da irgendwann Ende ist, vor allem, wenn du dann aufhörst, die Steroide zu nehmen. Ja. Und also Rhabdomyolyse ist halt im Endeffekt eine Krankheit, die passiert, wenn deine Muskeln sich selbst, wenn man so möchte, auflösen. Mhm. Zerfressen. Zerfressen kann man sagen, dadurch, dass du so derartig viel Muskelschäden verursachst, dass die Regeneration der Muskulatur nicht mehr stattfinden kann und sie deswegen wirklich anfangen, sich, wenn man so möchte, aufzulösen. Okay. Das ist Wahnsinn. Also wir hatten das mal im Heilpraktiker besprochen. Ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt. Ja. Und das ist auch etwas, das passiert eigentlich nicht. Nur im krassen Übertraining, oder? Eigentlich schon. Ich glaube, das müsste ich jetzt nochmal prüfen, aber ich glaube, es ist als Krankheitsbild an sich, glaube ich, nicht existent. Mhm. Also schon, aber ich glaube, es kommt nicht einfach so, sondern ich glaube, es kommt nur so. Man müsste mal googeln, ob Rhabdomyolyse auch erblich oder nicht erblich, sondern einfach so auftreten kann. Das ist eigentlich eine verdammt interessante Sache. Mhm. Ja, er hat jetzt ein neues Calisthenics-Video vor kurzem gepostet, also auch von einem Tag. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt mit dem Krankenhaus. Kann auch sein, dass es älter ist, diese Story, und dass es jetzt erst wieder gepostet wurde. Ja, vielleicht ist es auch einfach Quatsch. Ne? Ja. Also hier haben wir verschiedene Fragen, die uns vorgeschrieben werden. Und die sind ganz gut, finde ich zum Beispiel. Hier haben wir, welche Medikamente verursachen Rhabdomyolyse? Hm. Ich habe es übrigens gerade mit P geschrieben, wie ein Idiot.
Manche Medikamente, Neuroleptika, Drogen, Heroin, Kokain, Amphetamin und Alkohol können zu einer Rhabdomyolyse führen. Okay, aber ich glaube, das muss schon extrem exzessiv sein, damit das funktioniert. Aber okay, gut zu wissen. Das heißt also nicht nur Training, hier haben wir verschiedene Medikamente und Drogen. Ja. Warum Nierenversagen bei Rhabdomyolyse? Ich denke, das lässt sich relativ einfach erklären, weil die aufgelöste Muskulatur, im Endeffekt wird das ja in den Blutkreislauf abgegeben. Mhm. Das wiederum muss über die Nieren gefiltert werden. Ja. Die Toxine, die daraus entstehen, werden die Nieren vergiften. Die werden die Nieren überfordern und dann hast du Nierenversagen. Und ich glaube, das ist somit das Allerschlimmste. Also es ist einer der schlimmen Prozesse. Denn das Problem ist, deine Nieren, wenn sie im Nierenversagen sind, dann wird das kritisch für dich. Sehr kritisch. Da bist du in akuter Lebensgefahr. Und trotzdem wollte ich hier einfach mal auf Doc flexen. Nachgucken, ob wir noch irgendwelche anderen Ursachen finden, weil ich das doch sehr interessant finde. Also hier erstmal versteht man in der Medizin einen Gewebezerfall der quergestreiften Muskulatur und das heißt den Untergang von Muskelfasern. Boah, das hört sich bösartig an, ey. Mhm. Wahnsinn. Grundsätzlich können traumatische und atraumatische Ursachen unterschieden werden. Interessant. Traumatische Ursachen. Trauma, Quetschungen, exzessive Muskelarbeit, Krampfanfall, Übertraining, Tetanie. Was? Stromunfall. Okay. Heftig. Ergibt Sinn. Heftig, ja. Hm. Compartment-Syndrom, alles klar. Warte mal. Unter Compartment-Syndrom versteht man einen Anstieg des Gewebedruckes in osteofaszialen oder faszialen Logen. Kompartimenten und die daraus, okay, das ist ein bisschen zu lang, und das Tourniquet-Syndrom kenne ich auch nicht, ist eine akut lebensbedrohliche Komplikation, die bei der Wiederherstellung der Durchblutung Reperfusion nach langer, okay, das ist alles ein längerer Text. Egal, wir haben das jetzt erstmal bis hier, das reicht. Atraumatisch, also maligne Hyperthermie, das heißt, Hyperthermie müsste ja eigentlich sein, wenn jemand zu hohe Körpertemperatur hat und kurz MH handelt sich um lebensbedrohliche Funktionsstörung der Skelettmuskulatur, die als Komplikation, das sind Begriffe hier, habe ich auch noch nicht gehört. Was, die kann als Komplikation einer Allgemeinanästhesie auftreten? Digga, da kriegst du ja Angst. Was es nicht alles so gibt, ey, da kann man echt froh sein, wenn man gesund ist. Ja, aber Anästhesie, ne, also wenn du operiert wirst oder sowas, ne? Okay, heftig, Alter. Okay, also Medikamente, jetzt kommen wieder sau viel Medikamente. Infektionen, Stoffwechselstörungen, Toxine, Drogen. Puh, Alter, Alter, Alter. Okay. Alles klar. Also tatsächlich müssen wir unter den traumatischen Ursachen hier nachschauen. Und es gibt wohl deutlich mehr als nur, aber das ergibt sich, finde ich, auch sehr, sehr gut hier. Also das heißt, alles, was muskulär eine Überbeanspruchung ist, das ist zum Beispiel auch ein Stromunfall, Krampfanfall, das ergibt schon Sinn, finde ich. Trauma, Quetschungen, boah. Aber ich muss dazu sagen, so wie wir das behandelt hatten, ist der Konsens gewesen, dass du echt schon wie ein Wahnsinniger sehr lange Zeit trainieren, nicht regenerieren und alle Warnsignale des Körpers konsequent ignorieren musst. Ja. Damit das wirklich funktioniert, damit das wirklich passiert. Ja. Ist das so ein klassisches, also es gibt ja, du hast ja sicherlich schon viele Bodybuilder gesehen, die sich wirklich zugestofft haben und dann auf TRT gegangen sind, aber so weiter trainiert haben vielleicht wie vorher. Mhm. Ist das dann so ein typisches Ding, dass die so krasse gesundheitliche Probleme bekommen oder ist das eher die Ausnahme? Nein, also ich glaube tatsächlich, wir haben da so eine Art natürliche Auslese, die das regelt, ja. Weil die meisten Bodybuilder werden hauptsächlich, wenn sie vom Stoff runterkommen auf TRT, sehr schnell merken, dass sie nicht mehr ganz so stark sind, erstens. Mhm. Und zweitens werden sie deutlich verletzungsanfälliger. Ja. Und der Drive nimmt ein bisschen ab. Und zu guter Letzt, also die wenigsten Bodybuilder übertreiben das halt so wie er. Ja, klar. Er ist ja jetzt nicht nur Bodybuilder, er ist ja Kraftathlet. Ja, Powerlifter, genau. Armdrücker, Calisthenics, er macht ja alles. Und das, was er hier halt gemacht hat, wie das hier zumindest so dargelegt wird, ist halt in höchstem Maße unvernünftig. Mhm. Weil ich denke, dass jeder, selbst noch so dickköpfige Bodybuilder oder Powerlifter, wenn er dann mit dem Stoff runtergeht, sich bewusst ist, vor allem nach längerer Zeit. Dass er ruhiger macht dann. Ja, dass er das anders machen muss. Also die meisten Powerlifter trainieren ja auch zyklisch. Mhm. Das heißt, die haben einfach Zyklen, in denen sie sich langsam hochsteigern, was die Kraftbildung angeht, dann pieken und dann quasi wieder von vorne anfangen. Das heißt, du gehst als Powerlifter nicht einfach jedes Mal ins Gym und versuchst PRs zu machen. Das machen die nicht. Klar. Ja. Das ist nicht die Vorgehensweise. Er macht das schon.
Ja, ja, der hat es immer die, bis zum Limit gerne getrieben, ne? Ja, wollen wir hoffen, dass das nur eine, entweder eine Fake-Meldung ist oder alt ist oder so, keine Ahnung. Wenn ihr was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, trotzdem fand ich das Thema unabhängig davon sehr interessant und ja, wünschen wir keinem, dass er sowas hat, ne, und sowas bekommen wird. Das ist sehr ja, traurig, solche Krankheiten. Das ist krass. Ja, also ich hoffe auch, dass es nicht stimmt. Das wäre super. Wirklich, ich wünsche Larry Wheels natürlich nur das Beste und dementsprechend hoffen wir, dass es sich hier einfach um ein bisschen Übertreibung handelt oder Spekulationen und dass der Gute eigentlich immer noch gut im Training ist, aber genau weiß, wann er zu regenerieren hat und das Ganze doch relativ gut handeln kann. Insofern alles Gute an der Stelle natürlich und ja, ihr dürft mich gerne supporten mit dem Code Mike10 bei big-zone.de, so könnt ihr auch diesen Content weiter supporten. Deswegen freue ich mich sehr über euren Support und sende euch ganz liebe Grüße da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming.